Die Evangelische Akademie in Hessen und Nassau wird 75. Sie ist damit älter als die Bundesrepublik Deutschland und sogar älter als die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, die erst kurze Zeit nach ihr entstand. Um sich die Situation vor Augen zu rufen, in der mit der Akademiearbeit begonnen wurde, muss man bis ins Jahr 1946 zurückgehen, in die unmittelbare Nachkriegszeit, in der Frankfurt und Frankfurts Innenstadt wie ein Trümmerfeld aussah. Es war die Zeit, in der der gesellschaftliche Wiederaufbau stattfand und in der das Leben völlig neu organisiert werden musste. Ja, nach dem Krieg war natürlich Niederlage, Katastrophe, aber es gab auch eine Vorzeit. Und diese Vorzeit bestand darin, dass natürlich auch Kirche einerseits mit den hitlertreuen deutschen Christen, auf der anderen Seite auch die bekennende Kirche lebendig war. Und auch das Männerwerk, die Männerarbeit in der Kirche, die war sehr lebendig, auch während des Krieges schon. Und aus dieser Männerarbeit entwickelte sich dann auch so eine Idee, dass man vielleicht nach dem Krieg dazu übergehen muss, eine bessere Kirche, eine bessere Welt zu schaffen, ein besseres System, eine Demokratie. Und einer von diesen Köpfen war Ernst zur Nieden, ein Pfarrer, der in Offenbach beheimatet war. Und er holte sich dann auch Menschen, die er durch das Männerwerk kennengelernt hatte, an seine Seite. Also der Hans Kallenbach, der erste Direktor der Akademie, das war ein guter Freund von ihm. Die Akademiegründer wollten einen Ort schaffen für die Eliten des Landes, vor allem für die evangelischen Eliten, aus der Erfahrung heraus, dass die Eliten in allen möglichen Berufen, nicht nur in der Kirche, kläglich versagt hatten angesichts dieser Herausforderungen durch den Nationalsozialismus. Das ursprüngliche Ziel der Akademiearbeit, nicht nur hier in Hessen-Nassau, sondern generell, war zunächst mal die Arbeit mit verschiedenen Berufsgruppen. Also Lehrer, Juristen, Mediziner, auch Künstler. Und die allererste Tagung richtete sich an sogenannte Junglehrer im Knabeninstitut Lucius. Das war und ist eine Internatsschule im Echtzeller Fasthaus. Und das Fasthaus stand leer und das hatte der Ernst zur Nieden für die Männerarbeit, für das Männerwerk angemietet. Die Teilnehmer sollten natürlich ihre Lebensmittelkarten mitbringen, sie sollten Brot auf Strich mitbringen. Es war arschkalt in Echtzell, also sie sollten auch 2, 3 Decken mitbringen. Es waren, wenn man ehrlich ist, waren es 8 einsame Gestalten. Davon waren 4 aus dem Veranstalterkreis und 2 waren Referenten. Also man hat 2 Leute sozusagen nur erreicht. Aber es ging ja dann auch weiter. Und letztlich waren im ersten Jahr mehr als 1000 Gäste in Echtzell. Dann gab es ein paar Jahre lang auch so etwas wie eine ambulante Akademie. Dann war man mal hier, mal da, mal dort. Bis die Idee entstand, eigentlich müssten wir ein eigenes Gebäude haben, müssten wir eine Akademie neu bauen. Da kam ins Spiel, dass damals Niemöller, der erste Kirchenpräsident der evangelischen Kirche, dann in Hessen und Nassau, der hatte so ein bisschen die Idee von einem klösterlich-monastischen Ambiente, das für diese Form der Bildungsarbeit das Richtige wäre. Und man fuhr so durchs Land und im Taunus fand man einen Ort, der auch Niemöller sofort sehr gefiel. Und er hat dann sogar entschieden, sagen, hier kommt das hin. Dieses neue Haus in Arnoldshain, die Tagungsstätte, die wurde 1954 eröffnet. Es gab einen großen Festakt, an dem auch der Architekt Theo Pabst dann teilnahm. Es gab verschiedene Einzelzimmer, es gab Gemeinschaftsräume, es gab Tagungsräume, es gab ein schönes Foyer, es gab sehr viel Kunst am Bau. Wir haben hier leider kein Exemplar der Einweihungsrede der Akademie von 1954 von Martin Niemöller. Was er aber in diesem Jahr gemacht hat, er hat dafür gesorgt, dass es einen zweiten hauptamtlichen Stufenleiter gab,
nämlich den Heinz Renkewitz. Er war im Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen und dadurch bekommt also die Akademiearbeit in den 50er und 60er Jahren eine sehr ökumenische Ausrichtung. Man kann sich kaum vorstellen, wie üppig und reichhaltig dieses Programm in Arnoldshain war. Die einen Tagungsgäste kamen am Freitag und gingen am Sonntag. Dann kam gleich die nächste Gruppe bis Dienstag. Am Mittwoch kam noch eine Gruppe und so weiter. Das Jahr war immer gut gefüllt. Und es ist auch nicht so, dass die Veranstaltungen alle nur die ganz großen staatstragenden Themen behandelt hätten, wie die Wiedergutmachung oder die europäische Verständigung. Die gab es natürlich auch. Es waren aber auch Veranstaltungen mit etwas ungewöhnlicheren Themen, zum Beispiel die Wochenendehe junger Paare oder die soziale Funktion der Weinkultur. Und daran sieht man schon, dass die Zielgruppe der Akademie von Anfang an auch junge Leute und auch außerkirchliche Leute waren. Evangelische Akademiearbeit ist von den Gründern her immer sozusagen ein Element der Laienarbeit in der Kirche gewesen. Man hat von Anfang an gesagt, nicht die Theologen haben hier allein sozusagen das Sagen, sondern wichtig ist die Stimme aller gesellschaftlichen Arbeitsfelder. Die müssen hier selber zu Worte kommen. Die sind nicht nur sozusagen Empfänger der Botschaft, sondern die haben uns, der Kirche, etwas zu sagen. Es war von Anfang an Auftrag der Akademien, Demokratie zu stärken und weiterzuentwickeln. Und ich sehe heute die Aufgabe vor allem auch darin, Vertrauen in die Demokratie herzustellen und zu stärken. Wir sehen gerade in vielen gesellschaftlichen Bereichen, dass es genau daran mangelt, dass viele das Vertrauen in Demokratien, in die Strukturen, in die Institutionen verloren haben. Und ich glaube, da sind Akademien ein guter Ort dafür, sozusagen den Kontakt wiederherzustellen zwischen der politischen Ebene, den Menschen, die davon betroffen sind, und da in Kommunikation zu treten und zu verstehen, warum die eine Seite so tickt und die andere Seite anders und wie man das miteinander aushandeln kann, was das Richtige für die Gesellschaft ist. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft ein wichtiger Teil von Akademiearbeit sein, Vertrauen zu fördern, indem Dialoge ermöglicht werden. Ganz prägnant waren immer die Direktoren der Akademie. Ich habe das Glück gehabt, Martin Stör kennenzulernen, der das Thema christlich-jüdischen Dialog tatsächlich als Alleinstellungsmerkmal hier dieser Akademie herausgearbeitet hat. Wir befinden uns hier in Arnoldshain, ein Stadtteil von Schmitten. Und dort war der Standort der Evangelischen Akademie Arnoldshain fast 60 Jahre lang. Ich selbst war zum ersten Mal an diesem Ort im Jahr 1981 als junger Theologiestudent und besuchte eine Tagung zum Thema theologische Ansätze des religiösen Sozialismus. Das Thema hatte mit dem Profil der Akademie viel zu tun. Die Akademie Arnoldshain galt als außerordentlich links. Sozialismus war ein Thema, das war mit Aufbruch verbunden, mit Reformbereitschaft. Es steckte ein großes Hoffnungspotenzial in diesem Begriff drin. Das kann man heute kaum noch nachvollziehen, wenn man an den verrotteten Sozialismus denkt, der sich in der DDR vorgefunden hat, aber das hatte keiner von uns vor Augen. Für uns war Sozialismus was Positives und die DDR hatte mit alledem gar nichts zu tun. Meine erste inhaltliche Begegnung mit der Akademie entstand im ersten Halbjahr 79. Ich war gerade Mitglied der christlich-jüdischen Gesellschaft in Frankfurt geworden und wurde von jemandem angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, eine Tagung zu diesem Thema in der Akademie Arnoldshain zu besuchen. Habe ich gesagt, klar, mache ich. Und dann war ich hier auf einer zweitägigen Tagung, die von Martin Stör geleitet wurde.
Martin Stöhr war für mich damals die Leitgestalt in der Evangelischen Akademie. Nicht nur, weil er von 1973 bis 1986 der Akademiedirektor war. Er beschäftigte auch, und das war damals ein revolutionärer Einschnitt, einen jüdischen Studienleiter, Doron Kiesel. Mein Verhältnis zu Martin Stöhr war, glaube ich, ähnlich vielfältig wie das Verhältnis, das er zu den anderen Studienleitern und Leiterinnen hatte. Er war im Rahmen sozusagen des Arbeitsfeldes, das er vertrat, nämlich im christlich-jüdischen Gespräch, schon eine Ikone. Wir luden öfter auch israelische Kulturschaffende ein, Künstler, Literaten, Filmemacher. Und wir konnten auf die Art und Weise, sagen wir, den aktiven Austausch zwischen nicht unbedingt Christen und Juden alleine, sondern zwischen Deutschen und Israelis eher befördern. Die Diskurse und Diskussionen in der Evangelischen Akademie Frankfurt und auch früher in Arnoldshain hatten und haben natürlich einen eigenen Charakter. Es werden immer kontroverse Positionen abgebildet. Das ist für uns sehr wichtig. Es kommt darauf an, zwar Position zu beziehen, aber den unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema ihr Recht zu geben. Ich werde oft gefragt, wie wir mit Meinungsverschiedenheiten in unseren Veranstaltungen umgehen. Ich glaube, die Frage muss andersherum gestellt oder beantwortet werden. Es geht nicht darum, dass ich als Moderatorin einer Veranstaltung plötzlich überrascht bin über kontroverse Meinungen zu strittigen politischen Fragen, sondern in der Veranstaltungsplanung angelegt ist es ja schon, dass wir Kontroversen abbilden möchten. Und da stehen wir in einer sehr guten Tradition, glaube ich, mit Arnoldshain, dass die als Akademie dafür bekannt war, Kontroversen zu zeigen. Andere Akademien sind da durchaus in ihren Entstehungsjahren andere Wege gegangen. Wenn ich mir überlege, was jetzt 2021 für mich bei der Akademie und bei der Akademiearbeit so wichtig ist, das ist, dass man in einem angstfreien Raum, ich wiederhole das Wort ausdrücklich, in einem angstfreien Raum miteinander sprechen kann und keine Sorge haben muss, dass man, wenn man etwas abseits der eingefahrenen Straßen denkt, in irgendeiner Weise verurteilt oder verdammt wird. Wenn ich hierher komme nach Arnoldshain, denke ich an spannende Tagungen. Ich denke aber auch an einen insgesamt freien und geschützten Raum. Herr Stöhr machte mit mir einen Rundgang durch das Haus und zeigte mir eine kleine Kammer, in der ein alter Projektor stand, ein großer alter Projektor, und sagte mir, wir waren per Du, mach was draus. Willst du, dass ich ihn repariere, oder was heißt mach was draus? Ja, mach was draus. Ja, überleg dir was, hier ist ein schöner großer Raum, den kann man abdunkeln, das wäre doch nicht schlecht. Ja, wie ich zum ersten Mal von den Arnoldshainer Filmgesprächen gehört habe, das muss irgendwann so Ende der 80er Jahre gewesen sein. Zu einer Zeit, wo es an öffentlichen Veranstaltungen noch nicht so viel zum Film gab. Das Kino verstand man in Arnoldshain als eine Schule des Sehens, eine Schule der Wahrnehmung. Und der Ansatz, der war von Anfang an der, interdisziplinär zu sein. Das heißt, unterschiedliche Diskurse miteinander in einen Dialog zu bringen. Das besondere Format der Arnoldshainer Filmgespräche lässt sich relativ klar beschreiben. Es sind eben nicht nur Filme, die man oder die der Zuschauer individuell für sich interpretiert, sondern ein wesentlicher Teil waren die Gespräche, die Diskurse, die Kommunikationsmöglichkeiten nach Sichtung eines Films. Das war etwas ganz Einzigartiges. Das gab es damals noch nicht, die Möglichkeit, nicht nur Filme zu sehen, sondern über Filme zu sprechen. Filmarbeit ist wirklich eine Sache, die mich zunächst erstaunt hat, dass eine
Evangelische Akademie Filmarbeit macht. Und ich habe aber sehr schnell begriffen, dass das ein Zugang ist zur Kultur, der ungemein wichtig ist. Dass auch da das, was wir an Werten und auch christlichen Ideen auch haben und einbringen wollen in unsere Gesellschaft, dass das natürlich auch in kulturellen Zusammenhängen zum Tragen kommen muss. Das allererste Thema war The Atomic Cinema. Und dann gab es weitere Themen Krieg und Kino. Dann so etwas wie Widerstand im Film, Film als Widerstand. Also man spürt in diesen Themen, dass es sehr stark um Politisches, vielleicht auch um eine historische Reflexion ging. Und dann aber erweiterte sich das Themenspektrum, dass man sich mit allen Bereichen des Menschseins befasste. Wichtig waren für uns auch die Biografien der Filmemacher. Also hier spielte auch eine Rolle, wie wird ein Filmemacher zu einem Filmemacher? Was zeichnet ihn oder sie aus? Was sind die besonderen Herausforderungen, die dann eine solche Person dazu führen, die Welt so zu präsentieren? Eigentlich jeder Film, den wir uns im Kino oder auch zu Hause angucken, hat im Grunde christliche Botschaften. Bestes Beispiel: Actionfilme. Actionfilme sind Erlösungsgeschichten. Da ist einer und rettet die Welt. Ja, da ist einer, der stirbt nicht. Die Hard ist so ein Beispiel mit Bruce Willis. Das sind unglaublich schöne Möglichkeiten, auch mal Film auf eine andere Art und Weise zu analysieren und zu zeigen, dass das sehr wohl was mit uns zu tun hat. Das Thema Film ist heute immer noch präsent hier in der Evangelischen Akademie in Frankfurt. Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben in der jüngsten Zeit, die wahrscheinlich auch künftig eine Rolle spielen, ist die Frage der künstlichen Intelligenz. Und wie das Medium Film dieses Thema künstliche Intelligenz in Fiktionen reflektiert. Ein anderes Thema, mit dem wir uns fortgesetzt beschäftigt haben, ist das Thema christliche Identität. Denn einerseits heißt es, die Bedeutung von Religion und Kirche in der heutigen Gesellschaft sei eine andere als noch vor Jahrzehnten. Aber erstaunlich ist, dass sich sehr viele aktuelle Filme oder Fernsehserien mit dem Thema Religion beschäftigen. Also auch das ist natürlich weiterhin etwas, was wir beobachten. Das Thema Sterben, Tod und Sterben beschäftigt mich schon eigentlich seit meiner Kindheit. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, da sind Tiere gestorben. Wir hatten eine große Familie, die Urgroßeltern und die Großeltern haben da gelebt. Menschen sind in der großen Verwandtschaft, in der Nachbarschaft gestorben. Also das Thema war immer präsent. Wie man gesund durchs Leben kommt, welche Krankheitsereignisse einen betreffen, wie es am Ende vom Leben aussieht. Das ist ein Themenfeld, da ist jeder von uns betroffen. Also wir schreiben nicht vor, was richtig und was falsch ist, sondern Akademiearbeit und evangelisches Verständnis bedeutet erstmal, für die Fragestellung zu sensibilisieren. Die Arnoldshainer Hospiztage haben 1991 begonnen. Das war, nachdem in Deutschland 2 oder 3 erste stationäre Hospize entstanden waren. Es war ja so in den Institutionen, und das war ja auch strukturell bedingt, dass sprichwörtlich kein Platz fürs Sterben war. Und die Anekdoten, die oft erzählt werden vom Sterben im Bad oder in der Besenkammer, ist genau ein Bild dafür, dass es keinen Platz gab. Das wollte die Hospizbewegung ändern. Es sollte wieder über Tod und Sterben offen gesprochen werden. Und dazu gehörte natürlich auch, dass die Ehrenamtlichen gut vorbereitet würden. Also wenn Sie auf die verschiedenen Formate gucken, die wir auch in der Evangelischen Akademie in diesem Bereich Medizin, Gesundheit auch ausprobiert haben, das ist ja auch immer ein Punkt, wo man sehen kann, was funktioniert
Und da ist mit Sicherheit jetzt auch diese Reihe der Arnoldshainer Hospiztage ein wichtiges Format, weil das ja über 30 Jahre stattgefunden hat. Und da muss man eben sagen, eine echte Bürgerbewegung gewesen ist. Um Sterbende und ihre Angehörige gut begleiten zu können, braucht es schon einige Fähigkeiten. Es braucht einmal ein Fachwissen über körperliche, psychologische, spirituelle Fragestellungen. Man muss was wissen über die Krankheiten, über körperliche Symptome. Jeder Begleitende muss in der Lage sein, seine eigenen Probleme mit Tod und Sterben zu kennen, damit er sie nachher bei der Begleitung nicht dem Sterbenden überstülpt. In den vergangenen 25 Jahren hat sich mit Sicherheit eine Veränderung auch in der Teilnehmerstruktur, in dem Publikum ergeben. Aber da muss man eben auch sagen, dass sich das ganze Feld der Medizinethik enorm ausdifferenziert hat. Also hier geht es um Qualität im Gesundheitswesen, es geht um Fragen der Intensivstation, es geht um Fragen der Suizidhilfe, es geht um Fragen der Gentherapie, es geht um Fragen der künstlichen Intelligenz. Alles das spielt für die Medizinethik, die Pflege eine große Rolle. Im Hinblick darauf, wie kann man medizinethisch brisante Themen vermitteln, haben wir dann eine Form gewählt, die auf den ersten Blick gar nicht so überraschend ist, nämlich sich klassischen literarischen Texten zu widmen. Ich nenne ein Beispiel Dracula. Es ist natürlich eine total spannende Geschichte von einem Wesen, was eben nicht sterben kann. Und das, was wir vielleicht im ersten Moment als großen Traum wahrnehmen, wenn wir dann reflektieren, was das bedeutet für den Vampir, der immer weiterleben muss, dann kriegen wir natürlich nochmal eine ganz andere medizinethische Debatte über unsere ganzen Fragen, ob wir den Tod hinausschieben können, sollen, müssen und so weiter. Genauso hat die Hospizbewegung natürlich auch immer mit Bildern gearbeitet. Und ein Bild, was eigentlich fast jeder auf seinem Flyer hatte, waren eben die beiden Hände. Also die Hand eines Begleiters und die Hand eines Sterbenden. Und das konnte man oft sehr gut auch erkennen, die gesunde und die kranke Hand. Wenn wir nach den aktuellen Themen schauen, dann wird es niemand überraschen, dass wir auch hier in der Akademie viel zu den ethischen Fragen, die mit der Corona-Pandemie zusammenhängen, gemacht haben. Denken Sie noch mal dran. Bei dieser ersten Frage, es gibt nicht genug Beatmungskapazitäten, wer soll zuerst gerettet werden? Ein Modell, ein ethisches Modell ist, dass Sie sagen, wir wollen so viele Menschenleben wie möglich retten, so viele Personen wie möglich. Und ein anderes Konzept wäre, dass Sie sagen, wir wollen so viele Lebensjahre wie möglich retten. Sie würden sich also darauf konzentrieren, möglichst viele junge Menschen zu retten. Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Sie dann sehr vorsichtig sind und sagen, oh, wenn jemand älter als 70, 80, 90 ist, den würden wir gar nicht erst aufnehmen auf die Intensivstation. Und das ist ein Modell, wogegen man sich in Deutschland ganz klar entschieden hat. In Deutschland ist völlig klar, dass jedes Menschenleben einen Wert an sich hat. Und dass sie Menschenleben nicht gegeneinander verrechnen können. Die Corona-Pandemie hat eigentlich den Idealen der Hospizbewegung einen Stich ins Herz versetzt. Das, was wir für ein würdiges, begleitetes Sterben gehalten haben, nicht alleine sterben zu müssen, Nähe zu erfahren, Zuwendung zu erfahren, Berührung zu erfahren, das war jetzt alles nicht möglich. Und das bedeutet, dass wir bei den nächsten Arnoldshainer Hospiztagen, das Thema ist schon gesetzt für den nächsten Februar, genau darüber reden werden. Was hat die Corona-Pandemie mit uns als Hospizleuten gemacht? Was hat es bedeutet für die Arbeit? Müssen wir vielleicht unsere Wertvorstellungen, die wir in der Hospizarbeit hatten, nochmal neu überdenken? Also es wird sicher noch mal eine sehr andere, neue Debatte geben zu dem Thema.
Ich arbeite in der Evangelischen Akademie seit April 1996, das sind jetzt genau 25 Jahre. Und als ich mich seinerzeit beworben hatte, wurde ich eingeladen für ein Vorstellungsgespräch als Tagungsassistentin. Und zwar damals für Leonore Siegel-Wenschkewitz. Die Männer hatten von jeher ein Problem mit Frau Siegel-Wenschkewitz, also soweit ich das beurteilen kann, weil sie einfach eine unheimlich starke Frau war. Ja? Und sie war auch unbeirrbar, sie war auch nicht bescheiden. Und sie hat auch zielstrebig ihre Forschungen betrieben. Leonore Siegel-Wenschkewitz war als erste Frau Akademiedirektorin. Das gab es damals weniger, auch in der EKD. Und sie war feministische Theologin, sie war Kirchenhistorikerin und Musikwissenschaftlerin. Frau Siegel-Wenschkewitz war eine sehr starke Persönlichkeit, die international und national anerkannt wurde, auch als Wissenschaftlerin. Wenn wir in ihrem Namen Referentinnen und Referenten angefragt haben, eingeladen haben zu Veranstaltungen, fühlten sich die angefragten Personen immer sehr geehrt. Arnoldshain war sehr bekannt für den christlich-jüdischen Dialog. Und Leonore Siegel-Wenschkewitz hat geschaut, wie wird der christlich-jüdische Dialog feministisch rezipiert. Dazu hat sie feministische jüdische Theologinnen eingeladen aus USA. Damals war sogar Susanna Heschel in Arnoldshain auf dem Berg. Sie machte Veranstaltungen mit Evelyn Gutmann-Tau. Und ich denke, daraufhin gab es auch eine kritische Auseinandersetzung. Ich weiß, dass sie nicht unbedingt von jedem gerne als Direktorin gesehen worden ist, weil sie für die feministische Theologie gestanden hat und auch die NS-Zeit ziemlich aufgearbeitet hat, auch die Verstrickung der evangelischen Kirche. Frau Siegel-Wenschkewitz ist sehr oft gedemütigt worden. Es gab Männer, die hatten einfach Angst vor ihr. Ja, weil sie, wie gesagt, ja auch ein unheimlich selbstbewusstes Auftreten hatte. Ja, sie ließ sich ja nicht unterbuttern. Ich kann mich aber erinnern an eine Veranstaltung, zu der sie eingeladen war als Referentin. Thema weiß ich leider nicht mehr. Wo sie dann mit mehreren Männern zusammen auf dem Podium saß und bei den Herren waren die akademischen Titel auf den Podiumsschildern genannt und auf ihrem Podiumsschild stand schlicht nur der Vor- und der Nachname. Und das hat sie natürlich auch sehr gekränkt. Zu hören, dass diese Frau erst in den 90ern, das ist ja nicht so lange her, es wirklich hier Schwierigkeiten hatte, also das hat mich schon überrascht zu hören. Und ich denke, das zeigt mir ja auch, oder macht es mir ja dann bewusst, dass diese Möglichkeiten, die ich genossen habe, die junge Frauen heutzutage genießen, die sind ja nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern die sind wirklich hart erkämpft. Ich habe Leonore Siegel-Wenschkewitz kennengelernt bei dem Frauenhearing in der EKHN und auch kennengelernt durch die Zusammenarbeit bei den Werkstätten Feministische Theologie. Insgesamt fand ich sie sehr beeindruckend, kannte aber nicht die andere Seite von ihr. Das kam erst bedeutend später. Einmal, als sie mich eingeladen hat in ihr Haus nach Arnoldshain und mir erzählt hat von ihren Schmerzen oder auch Kränkungen, die sie krank gemacht haben. Als Frau Siegel-Wenschkewitz davon erfuhr, dass ihr der Edith-Stein-Preis verliehen werden soll, war sie schon sehr krank. Sie wusste, dass ihre Lebenszeit begrenzt sein würde. Umso mehr war ihr es wichtig, dass sie noch diese Zeit erlebt, dass sie noch ihren Vortrag ausarbeiten kann. Am Abend vor der Preisverleihung rief sie mich dann ziemlich verzweifelt zu Hause an und sagte, Frau Weinz, ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich habe Angst, ich schaffe es nicht. Ich glaube, das... Ja, dann trafen wir uns in der Aula der Göttinger Universität und sie hat es wunderbar geschafft, diesen 45-minütigen Vortrag zu halten. Ja, und sie ist nicht einmal schlapp geworden oder sie konnte das wirklich durchstehen und konnte auch den Preis entgegennehmen, den Edith-Stein-Preis. Sie war einfach glücklich, dass alles so gelaufen ist und sie hat auch den Abend gut überstanden. Aber das war ihr letzter öffentlicher Auftritt.
Leonore Sigle-Wenschkewitz ist zu früh gestorben. Zu früh gestorben für die feministisch-theologische Wissenschaft, die sie begonnen hat. Sie ist schon im Alter von 55 Jahren an Krebs gestorben. Hier in Frankfurt, im Hospiz, im Reichneigraben, ich habe da immer dran gedacht, wenn ich da vorbeigefahren bin. Ich habe sie auch noch wenige Tage vor ihrem Tod dort besuchen dürfen und das war schon ein bewegender Moment und Abschied. Und sie hat mir da diese Kette geschenkt zum Abschied. Das war schon. Ja, wenn ich mir die heutige Akademie anschaue, dann würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall darum bemüht, die gesellschaftliche Diversität im Blick zu haben und mitzudenken und auf Podien auf Diversität zu achten. Also sowohl männlich als auch weiblich markierte Personen auf dem Podium, vielleicht auch Personen, die sich dazwischen empfinden und auch mit Blick auf andere Merkmale natürlich auch People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund, auch andere Minderheiten. Ich würde nicht sagen, dass wir das immer, dass es uns immer gelingt, aber ich denke, wir sind da auf jeden Fall bewusst und bemühen uns. Von Leonore Sigle-Wenschkewitz bleibt der Leonore-Preis. Dieser Preis wird verliehen für herausragende Arbeiten im Bereich feministische Theologie und Gender Studies. In diesem Jahr, am 7. November, wird dieser Preis wieder hier verliehen, hier im Haus, in der Akademie. Und da werden wir Leonore Sigle-Wenschkewitz gedenken. Zeitgleich zur Akademie in Arnoldshain gab es ja auch hier in Frankfurt eine Akademie. Und den meisten Leuten ist das wenig bekannt, nämlich die Evangelische Stadtakademie hier am Römerberg 9. Entstanden ist sie damals aus der evangelischen Erwachsenenbildung. Die war an verschiedenen Standorten. In Frankfurt auch mal im Dominikanerkloster. Und 2006 erfolgte dann der Umzug hier an den Römerberg in das Haus Nummer 9. Ja, hier das Haus Römerberg 9 wurde 1955/56 erbaut als Gemeindehaus für die Paulsgemeinde. Die Stadtakademie ist nach dem ersten Umbau 2006 hier eingezogen, also das heißt in den großen Saal und in die Räume von dem sogenannten Südtrakt. Die Verortung mitten im Herzen der Stadt ist was Besonderes. Eine Stadtakademie beschäftigt sich mit einer urbanen Theologie, mit Fragen der Stadtgesellschaft, was bewegt Menschen hier in dieser Stadt und Fragen auch der gesellschaftspolitischen Verantwortung und Nachbarschaft in dieser Stadt. Die Ausrichtung war eher Richtung Kultur, um uns auch abzugrenzen gegenüber Arnoldshain, das es ja damals noch gab. Wir haben immer gesagt, dort ist die Kompetenz für Wirtschaft, dort ist die Kompetenz für Naturwissenschaften, das müssen wir hier in Frankfurt nicht wiederholen. Also fokussieren wir uns auf den Aspekt der Kultur. Das waren Vorträge, das waren Lesungen, wie auch immer, Filmabende. Und die Klammer hat eigentlich immer eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst, also das künstlerische Bild sozusagen, gebildet. In dem großen Raum gab es meterhohe Wände auf Rollen und die konnten verschoben werden für Kunstaktionen. Und wenn Sie zum Beispiel in eine Ausstellung kommen zum Thema Grenzland, und sie rennen erstmal gegen eine Grenze, bevor sie reinkommen in den Raum, gehen dann durch einen schmalen Gang, sitzen dann auf einem begrenzten Raum in einer Kunstinstallation. Erleben sie das Thema Grenze anders als nur rein kognitiv. Es ging uns um so einen Wort-Bild-Dialog. Das war das Markenzeichen dieser Akademie. Etwas, was heute sozusagen jedes Museum macht. Ja, jedes Museum macht heute ein Vermittlungsprogramm, wo die Bilder eine Rolle spielen und dann gibt es Vorträge dazu und so weiter. Damals war das nicht unbedingt der Fall, ja, sondern es war was Neues.
Genau, und unser Markenzeichen. Über die Stadtakademie war es wichtig, direkt auf die Leute zuzugehen. Wir gingen nach draußen, hier unter dem Haus ist ja so ein Durchgang und da wurde eine Bewohnbar eröffnet. Also ein kleines Café mitten in der Stadt, da stand knallorange Sofas und Passanten kamen vorbei, haben sich hingesetzt. Jeden Nachmittag um 17 Uhr gab es eine Blue Hour mit irgendeinem prominenten Gast aus der Frankfurter Stadtgesellschaft. Es gab selten Berührungsschwierigkeiten. Erstmal sah es vielleicht ein bisschen merkwürdig aus. Da stehen orangefarbene Sofas auf der Straße. Aber die Leute haben es genutzt. Und uns ging es natürlich auch darum, die Akademie so etwas zu erden. Ja, wir schwebten da oben im zweiten Stock. Es war nicht so präsent, dieses Gebäude wie heute. War ja ein etwas unscheinbarer 50er-Jahre-Bau und ja, es ging darum, wirklich die Akademie raus in den öffentlichen Raum auch zu holen. Bei dem Frankfurter Weihnachtsmarkt machten wir eine Aktion mit dem Theater Willy Bramel mitten auf dem Weihnachtsmarkt und lockten die Leute in das Gebäude und verwickelten sie in ein Gespräch. Und ich denke, das war das Besondere, also diese interaktiven Möglichkeiten. Ein Projekt, was ich einfach umwerfend fand, besonders beeindruckend für mich, hier hinter mir auch zu sehen, 2012, die Mainzer Landstraße. Ein Projekt, was uns so ein bisschen an die Grenze geführt hat, wo schließlich 100 Beteiligte mitgewirkt haben. Die Mainzer Landstraße, für alle, die Frankfurt nicht so kennen, ist eine ganz große Magistrale im Westen der Stadt. 8,2 Kilometer lang, ich glaube, es ist die zweitlängste Straße in Frankfurt. Und unser Anspruch war es, die auf voller Länge sozusagen künstlerisch zu bespielen. Es gab Aktionen auf der Straße, wir haben Kirchengemeinden angesprochen, die dann auch irgendwie sich eingeklinkt haben. Es sind Künstler von sich aus auf uns zugekommen und haben gesagt, wir würden gerne auch und haben von dem Projekt gehört, super und so weiter. Ja, und insgesamt haben wir dann 4 Wochen da so ein festivalartiges Projekt mit 16 Stationen und unterschiedlichsten Veranstaltungen realisieren können. Ich und das Kollegium, wir hatten eigentlich große Pläne mit Arnoldshain, mit dem Standort Arnoldshain. Und wir hatten ein Architekturbüro beauftragt, uns ein neues Akademiegebäude in Arnoldshain aufzustellen, zu bauen. Und es sollte eigentlich im nächsten Jahr losgehen, das war dann so 2003 oder 2004. Und dann gab es hier in unserer Kirche eine so vehemente Spardebatte, dass irgendwie plötzlich sagte, stopp, alles wird alles gestoppt. Nein, gibt es nicht. Das war eine Entwicklung, die uns schon ein bisschen getroffen hat und mit der wir uns dann auseinandersetzen mussten. Die Stadtakademie Frankfurt hatte schon länger kooperiert mit Arnoldshain. Das heißt, es gab gute, erprobte Veranstaltungen miteinander. Und dann suchten wir noch weitere Kooperationspartnerinnen für den Ausbau dieses Hauses. Wir haben entschieden, die Studienleitung, als wir gemerkt haben, wir können sehr, sehr gut miteinander inhaltlich zusammenarbeiten, uns ergänzen. Wir sind gegen eine Zwangsfusion und wir sind für eine freiwillige Kooperation. Und anschließend haben dann die Gremien darüber entschieden. Die Tagungsarbeit in Arnoldshain legte eigentlich keinen großen Wert auf zu viel Öffentlichkeitsarbeit, war gar nicht das Interesse. Dass auf der anderen Seite diese Akademiearbeit aber irgendwie stärkere öffentliche Wahrnehmung brauchte, das leuchtete schon ein. Und das war natürlich bei einer Verlagerung mitten in die Stadt in Frankfurt gegeben. Ich fand es schön. Ich bin auch, wenn ich über den Römerberg gelaufen bin, hatte ich ein anderes Gefühl der Wertigkeit. Ja, also für mich war das zwar ein krasser Gegensatz, aber zum Arbeiten muss ich Ihnen sagen, da ist das
finde ich das einfach toll und das ist auch so geblieben. Nach der Fusion der Evangelischen Stadtakademie mit der Akademie Arnoldshain 2012 kam es zu einem großen Umbau dieses Gebäudes und das Ergebnis ist das jetzige Akademiegebäude. Die ganzen Dächer der besonderen Bauten in der Umgebung, wie der Dom oder der Römer selbst, das Steinerne Haus und die Nikolaikirche, die hatten alle steilere Dächer. Und deshalb hatten wir die Idee, wie wäre es, wenn wir dieses 60er-Jahre-Dach nehmen und klappen das einfach auf und machen daraus auch ein steileres Dach. Und zwar nur in dem Bereich, wo das Haus zu schweben scheint. Und weil wir aber wollten, dass dieses schwebende Haus eine Hülle bekommt, damit man das ablesen kann, sollte Dach und Wand ähnlich erscheinen. Und so ist die Idee eigentlich geboren, diese Hülle um dieses ganze schwebende Haus herumzuziehen. Wir haben Ornamente, Muster, Richtungen, Strukturen der Umgebung aufgesucht und haben die in diesem neuen Bild auf der Fassade, diesem Ornamentmuster auf dem Glas dann umgesetzt. Und damit hat das Haus eigentlich eine ganz neue Gestalt bekommen, obwohl es eine Transformation war und obwohl es mit dem Ort gearbeitet hat. Die Lage ist für die Evangelische Akademie Frankfurt und auch für die Evangelische Kirche unbezahlbar. Mitten in Frankfurt, auf dem Römerberg, im Herzen von Europa, ein so prominentes, deutliches Zeichen zu setzen zu einem Gebäude, ist einfach grandios. An den Tag der Einweihung kann ich mich sehr gut erinnern. Es war sehr feierlich und wir waren auch sehr stolz darauf. Aber man muss sagen, was das ganz Besondere war, ist, dass viele Menschen, die aus der Kirche hier gesprochen haben und eigentlich im Nachhinein nochmal erklärt wurde, auch in den Predigten, wie das Selbstverständnis einer Akademie ist. Und dieser Akademiegedanke sich eigentlich, wie er sich in dem Haus wiederfindet. Und es war wirklich ein Geschenk, das auch zu hören. Die Glasfassade ist ja unser markantes Zeichen des Hauses. Und das kann man auch nutzen, um in der Stadt ein Statement zu setzen. Durch eine besondere Beleuchtung. Und das haben wir auch schon zweimal gemacht. Wir haben mit verschiedenen bunten Strahlern beim Christopher Street Day den Regenbogen abgebildet. Und bei Alarmstufe Rot hat unser Haus in Rot gestrahlt. Nächstes Jahr bei der Luminale werden wir hier auch ein besonderer Veranstaltungsort sein. Wir haben derzeit ein Team von Studierenden, die ein Konzept entwickeln, dass wir dann nächstes Jahr ganz prominent bei der Luminale dabei sind. Wir erleben es gerade auch in der jungen Akademie ganz oft, dass junge Leute sagen, ach, das ist auch Kirche und davon sehr angetan sind und dann doch auch noch wieder so einen Schritt zugehen auf die Institution insgesamt. Und ich glaube, damit leisten wir auch einen ganz wichtigen Beitrag für die Gesamtkirche und darauf sind wir schon einigermaßen stolz. Jugendliche sind auch Teil unserer Gesellschaft. Sie haben auch das Recht auf Teilhabe, politische Bildung und Diskursräume, wo sie auch ohne Benotungsdruck wie in der Schule sich ihre Themen widmen können und ihre Anliegen formulieren können. Wir haben hier zum Beispiel die Schülerakademie Europa. Das ist ein Format, wo wir über ein Jahr mit einer Gruppe von jungen Menschen arbeiten, dass sie sich mit EU und Europa auseinandersetzen und dann aber auch formulieren, was sind die Fragen, die sie interessant finden. Als letztes Jahr in unserer Nachbarstadt Hanau der rechtsradikale rassistische Terroranschlag stattgefunden hat, haben wir bei Jugendlichen eine große Verunsicherung erlebt, gerade auch bei Jugendlichen, die selber betroffen sind von Rassismus. Und das haben wir in unsere Bildungsarbeit aufgenommen. Wir haben einen Workshop entwickelt und gehen jetzt im Moment digital, aber gerne auch bald wieder präsent an Schulen, um mit Jugendlichen darüber zu sprechen, wie sie das erlebt haben, was es mit ihnen macht, aber auch was ihre Forderungen sind und wie sie sich das vorstellen, wie sie sicher und gut hier in diesem Land leben können und wie sie gehört werden können. Wir haben vor 5 Jahren damit begonnen, ein Stipendium auszuschreiben für 30 junge Menschen jedes Jahr zwischen 18 und 30, die sich bei uns bewerben können mit ihren eigenen Fragestellungen, ihren eigenen Ideen für die Demokratie, um sie stabiler zu machen, um sie für mehr Menschen attraktiv zu machen, um anderen Leuten wiederum auch Räume zu bieten, sich zu beteiligen. Und da kommen ganz vielfältige Ideen dabei raus, vom Demokratiekeks über Beteiligungsbusse, Inklusionskoffer, alles Mögliche. Man könnte sagen, dass die junge Akademie
mein Bild vor allem auf das Christentum verändert hat. Ich habe vorher sehr wenig Kontakt gehabt mit dem Christlichen, mit dem Theologischen. Ich bin selbst auch nicht getauft oder irgendeiner Religion angehörig. Aber ich habe, glaube ich, mehr verstanden, welche Dinge motivieren in einer solchen Religion und auch, wie das zusammenwirken kann mit Demokratieförderung. Ja, ich weiß noch, wie wir am ersten Abend von der Jungakademie zusammensaßen. Da war eine evangelische Theologiestudentin und ein Auszubildender in der Landwirtschaft. Ich als Politikwissenschaftler, der so im Elfenbeinturm sitzt, sage ich mal, fand ich das echt gut, sonst wären wir nie zusammengekommen. Als Christin und vor allem als Theologiestudentin bin ich momentan eher viel in Büchern vertieft und habe die letzten Jahre viel in der Theorie verbracht und habe durch die Junge Akademie jetzt einfach die Möglichkeit bekommen, politisch aktiver zu werden, mehr daran teilhaben zu können. Ich denke, dass gerade eine christliche Herangehensweise auch in dem politischen Umfeld die Möglichkeit bietet, wie eine Art Zwischenraum oder Andersort zu sein. Denn Christinnen und Christen wissen gerade um die Bedingtheit oder auch um die Endlichkeit von politischen Meinungen und können darauf im Gespräch hinweisen. Für mich als jüdischen Menschen war es schön, unter dem Dach der Evangelischen Akademie einen interreligiösen Dialog kennenzulernen, verschiedene Perspektiven auf Religion kennenzulernen und das sowohl mit den TeilnehmerInnen der Jungen Akademie als auch mit dem ehemaligen Direktor der Akademie, Dr. Thorsten Latzel oder Hanna-Lena Neuser. Die Akademie hat mir dabei geholfen, wieder neues Vertrauen und neue Hoffnung zu schöpfen. In den Dialogräumen, in denen ich hier teilhabe, kann ich sehen, wie respektvoller Umgang passiert und wie ernst historische und gesellschaftliche Verantwortung genommen wird. Die Akademie hat mich tatsächlich verändert, indem ich Verantwortung übernommen habe, für ein Projekt gesorgt habe. Und ich habe entdeckt, wie viel Arbeit dahinter steckt, aber auch wie viele Sachen man braucht und dass man halt auch mal eine Pause einlegen sollte, wenn alles nicht so läuft, wie man es plant. Ich wünsche der Evangelischen Akademie, dass sie sich weiterhin für eine offene Gesellschaft einsetzt, dass sie sich weiterhin klar für Diversität positioniert und sich gegen Diskriminierung und jegliche Form von Rassismus oder Antisemitismus einsetzt. Für die Zukunft wünsche ich der Evangelischen Akademie vor allem keine Angst zu haben, zu politisch zu sein. Dass sie den Mut behält, sozialkritisch ihr Wächteramt in dieser Gesellschaft fortzuführen. Dass sie ihre evangelische und christliche Perspektive nicht aus den Augen verliert. Dass sie jung und agil bleibt, dass sie nie zufrieden ist mit sich und der Gesellschaft und dass sie sich immer wieder neu erfinden darf. Ich wünsche der Evangelischen Akademie zuallererst natürlich eine oder einen neuen AkademiedirektorIn und natürlich jede Menge junge Menschen unter und über 30, die richtig Lust auf Dialog haben. Ich wünsche der Akademie vor allen Dingen weiterhin solche engagierten MitarbeiterInnen. Dann kann man die wichtigen Themen anpacken und dann kommen die Gäste, glaube ich, schon von ganz allein. Ich wünsche der Akademie, dass wir unsere Zielsetzung hier weiterverfolgen und noch mehr zur Realität machen. Wir sagen immer, unsere Angebote sind für alle offen. Aber dass die Angebote nicht nur für alle offen sind, sondern dass alle sich wirklich hier auch willkommen fühlen und beheimatet fühlen und gerne hierher kommen, um miteinander zu diskutieren.